Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Kanalvorstellung. Und zwar ist heute der Call Me Designs dran. Er macht halt, wie gesagt, hauptsächlich Designs. Sieht man ja hier an seinem Namen oder macht auch Intros. Und das Ganze, den ganzen Kollegen möchte ich heute euch vorstellen. Wenn ihr auch an der Kanalpromotion teilnehmen möchtet, dann füllt doch dieses Formular aus. Ihr müsst lediglich den Kanalname, Kanallink, wie viele Abonnenten du hast, was für ein Genre du auf deinem Kanal betreibst, also Intros, Let's Plays, Commentaries oder so weiter, wie du promotet werden möchtest. Es gibt drei Arten: Gastcommentary, Kanalvorstellung, Interview. Was du nicht machen musst, aber mir weiterhilft, ist, wenn du die Fragen ausfüllst, wie dir mein Projekt gefällt, ob du es weiterempfehlen würdest und ob du noch Verbesserungsvorschläge hast. Wenn, dann kann ich mein Projekt verbessern und das hilft mir dann weiter. Wie gesagt, er hat, glaube ich, 25 Abonnenten. Zur Zeit, in der er sich eingetragen hat, hatte er 25 Abonnenten. Wie gesagt, macht Intros und ja. Was mir gut gefällt, ist, dass Avatarbild bzw. Banner ist anscheinend dein Symbol, passt farblich oder farblich zu deinem Banner. Symbol ist wie im Banner als auch im Avatarbild, passt also. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass dein Name so ganz klein da unten steht. Könnte dick fett da groß stehen. Das Ganze ist recht dunkel gehalten, könnte auch besser sein. Aber es passt aufeinander und das ist schon mal wichtig und das ist schon mal gut. Ja, lesen wir uns die Kanalinfo durch. Was geht ab? Ich bin Call Me Designs. Auf meinem Kanal werdet ihr sehen Intros. Wunderbar. Da jetzt auch hinschreiben, ich mache hauptsächlich Intros oder ich bin ein Intro-Designer oder sonst so. Alles klar. Info: Wer Interesse an einem Intro hat und über 400 Abos, beziehungsweise da würde ich schon hinschreiben, Abonnenten, sowie aktive Zuschauer hat, die Zuschauer, da musst du schon mal an den Fehlern überarbeiten, kriegt ein kostenloses Intro. Wie ist das? Es ist kostenlos. Wer weniger als 400 Abos hat, schreibt Abonnenten, das hört sich professionell an, kriegt ein Intro für 5 bis 10 € Paysafe Card. Das gleiche gilt bei Banner, aber nur 5 € Paysafe Card. Großer Anfänger in Banner. Jetzt ist es mir egal, ob du jetzt dafür Geld verlangst oder so, aber ich als YouTuber würde jetzt sagen: Okay, ich meine, ich sponsor auch Leute. Mein Intro oder so hat damals auch Geld gekostet und mein Banner auch. Ich würde aber sagen, wenn du Anfänger bist in Banner oder Avatarbilder machen, dann mach das für die Leute kostenlos, weil du lernst es erstens und die Leute, was weiß ich, unterstützen dich dann damit, indem sie es dann auf ihren Kanal hochladen. Ich meine, wenn du jetzt schon Geld verlangst, was du noch nicht mal richtig kannst, ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Vor allen Dingen lernst du es ja und bist Anfänger, das heißt, es kann der übelste Bullshit sein, den du da ablieferst, und der andere hat dann 5 € Paysafe Card bezahlt und das ist der größte Scheiß. Also mach es erstmal kostenlos, das hört sich zwar blöd an, dass es kostenlos ist, aber wenn es den Leuten gefällt, dann werden die auch irgendwann Geld dafür bezahlen wollen. Aber die Preise, die musst du selbst machen, ist dir überlassen, du kannst es so lassen, das ist ein Tipp von mir, den musst du nicht annehmen. Was ich dir aber empfehle oder was du machen solltest, nächster Tipp von mir, mach dir eine Facebook-Seite, mach dir eine Twitter-Seite und mach dir vielleicht auch eine Instagram-Seite, wo du ein paar Designs hochlädst oder so. Und auf der Facebook-Seite, hey, ja, ein Speedart oder deine Intros hochlädst, so dass die Leute dich irgendwie ansprechen können. Das Ganze würde ich dir empfehlen, wenn die Leute dir jetzt auf dich zukommen wollen, schreib einfach direkt deinen Skype-Name hier in die Kanalinfo rein.
Und damit müssen die Leute nicht unnötig eine private Nachricht senden, die dann hoffen, bis du dann antwortest, sondern sie können dich direkt anschreiben mit Wünschen etc. Schreib einfach deine Skype-ID da rein, die Leute können dich schneller kontaktieren, ist besser und finde ich persönlich gut. Aber wie gesagt, du solltest deine Kanalinfo überarbeiten, da sind ein paar Rechtschreibfehler drinne und ja, mit den Preisen, das musst du selbst wissen. Aber deine Kanalinfo solltest du überarbeiten wegen Rechtschreibfehlern. So, schauen wir uns mal ein paar Intros an. Ich weiß nicht, wie laut das Ganze ist. Ihr werdet jetzt einfach mal so ein paar 20 Sekunden Videos sehen und dann ist auch wieder gut. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Das sind Intros, sind sehr gut, gefallen mir auf jeden Fall. Die Videoqualität ist jedes Mal in 1080 Pixel, ist auch ganz gut. Das war der Call Me Designs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ihn designen wollt, dann schreibt ihn an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann. Ciao, Leute. Euer MH26605 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten.